Freunde, jetzt geht's hoch auf unsere Hütte. Wir wohnen nämlich ganz, ganz oben und hier erklimmt schon den Berg. Ich zeige euch jetzt mal, wie es hier aussieht. Wir haben zum Glück sehr guten Schneefall gehabt und hier ist die ganze Landschaft. So, ich habe mir jetzt ein Mini-Studio aufgebaut, hier auf unserer kleinen Almhütte. Ich habe wieder etwas sehr Buntes an und da fahren alle schon Ski. Ich sehe es von der Hütte und heute ist der erste Sonnenschein. Und da sehe ich, wie alle Leute fahren. Heute ist das beste Wetter und ich hoffe ganz, ganz doll, dass ich die Sachen fertig bekomme. So bis um eins und dann treffen sich die anderen so ganz so, dass ich dazukommen kann. Und ich habe jetzt die neue Kollektion fertig gemacht und davon will ich euch zum Beispiel mal ein Motiv zeigen, wie es hier entstanden ist und wieso es hier entstanden ist. Und zwar ist es nämlich so, dass im Skiurlaub, also Till und ich essen morgens eigentlich kein Frühstück unbedingt und gehen meistens dann direkt los und fangen dann eher an, über den Tag irgendwie was zu essen. Und hier frühstücken wir immer. Und meistens gibt es dann Cornflakes, einfach weil das so eine Tradition ist hier. Dann habe ich mir überlegt, dann mache ich mal so Cereal Overdose, weil wir halt hier immer so viele Cornflakes essen und dann immer mal so einen ganz kleinen Zuckerschock bekommt und sich immer richtig auf die Piste freut. Moin Meister. Moin Meister, ja, hörst du mich? Was? Hörst du mich? Jetzt höre ich dich. Ich habe eben gerade auch schon so mit Lea telefoniert, das war wirklich der Graus mit dem Empfang. Oh ja, das stoppt jetzt schon wieder, ich höre wieder nichts. Kann ich normal versuchen anzurufen? Scheiße. Kann ich schon normal versuchen anzurufen? Wieso habe ich hier keinen Empfang? Hallo und guten Morgen aus dem sehr, sehr sonnigen Paris. Wir sind für 3-4 Tage in Paris und hauptsächlich auch zum Arbeiten. Gestern haben wir schon die neue Kollektion, die im Februar kommt, fotografiert hier in dieser wunderschönen Küche. Oh Gott, die Drehung war irgendwie weird. Und ich zeige euch gleich einfach mal ein bisschen die Wohnung, ein bisschen herum und auch die Aussicht aus diesem coolen Küchenfenster, weil es ziemlich nice ist. So, hier sitzt Emilia und frühstückt. Hier liegt die Kollektion. Ich zeige euch mal hier unseren Ausblick. Tag 4 in Österreich. Ich kann heute leider kein Ski fahren. Ich habe mich ein bisschen verletzt. Ich gehe jetzt runter ins Tal und hole Brot für die ganze Mannschaft. Schneeschuhe, Stecker und das Panorama hier. Das ist im Übrigen unsere Hütte. Die letzten Tage waren wir eingeschneit, deswegen konnten wir auch gar nicht Skifahren, gar nichts machen. Till ist runter ins Tal gefahren und eigentlich wollten wir ein Q&A zusammen machen, aber ich will unbedingt die Fragen heute noch beantworten, weil wir dann die Sachen schon Marco schicken. Wo sind die denn? Haben wir so viel gemacht? Ah, ich habe sie gefunden. Hat ja auch nur eine Stunde gedauert. Also, eine Frage, die wirklich sehr häufig kam und die mich sehr stolz macht, ist, ob man sich bei uns bewerben kann. Ich muss dazu sagen, dass das auf jeden Fall in Zukunft möglich ist. Wir haben tatsächlich auch schon mit wirklich tollen Praktikanten zusammengearbeitet und unser Team hat sich auch ein wenig vergrößert. Aber die Leute, die bei uns dazukommen, zu 100% so empfinden, wie wir empfinden. Also im Sinne von, was wollen wir mit dem Brand machen, wo wollen wir dahin? Und deswegen versuchen wir quasi und gerade noch die beste Strategie herauszufinden, wie am besten Leute zu uns oder Leute ein Teil davon sein können. Und ich glaube, deswegen dauert es noch ein bisschen, aber auf jeden Fall dieses Jahr ist es noch möglich. Wieder mal konnte ich diese Frage nicht kurz beantworten. Das ist unfassbar, dass ich das nicht schaffe. Vielleicht gewöhnt ihr und ich mich einfach daran. Es sieht so unglaublich schön aus mit dem Nebel. Das Wetter ist perfekt. Ich hoffe so sehr, dass ich morgen noch mal ein bisschen fahren kann. Ja, gerade angesprochen mit dem Wetter. Jetzt sieht man mal wieder fast gar nichts. Es ist so neblig. Lofa, super klassisch, ganz oldschool. Super gemütlich und extrem freundliche Menschen. Und an dieser Stelle keine Werbung. So, da hinten, die allerletzte Hütte, ist unsere Hütte. Da geht's jetzt hin. Der Weg täuscht ein bisschen, er ist länger als er noch aussieht, aber das bedeutet, ich habe es gleich geschafft. Kommen wir zur nächsten Frage, ob es bei uns noch andere Produkte, so wie Hosen und Jacken geben wird. Und wir haben
gerade und sind gerade in ganz, ganz tollen Gesprächen, was wir für Möglichkeiten haben und wie es weitergeht. Wir versuchen natürlich immer nachhaltig, wie wir es irgendwie machen können und vertreten können, zu sein. Wir wollen da quasi nichts übereilen und ich denke, dass das auf jeden Fall noch in der Zukunft passieren wird, dass da noch ganz viele neue Sachen kommen werden und auch andere Produkte. Versprechen wollen wir da noch nichts, aber wir sind in der Planung, das kann ich schon sagen. Man macht leider die wunderschöne Loipe kaputt. So, und Till kommt da hinten gerade schon, ich sehe ihn schon, herlaufen mit dem Brot. Da ist er jetzt. Also ich bin angekommen, hinter mir da in dem kleinen Kabuff, sieht man Josi vielleicht. Ich bin jetzt ungefähr 7 Kilometer durch den Schnee. Kommen wir zur nächsten Frage. Und da kommt auch schon Till rein. Angekommen im Trautenheim. Und da ist die Motivmaschine. Ich mach mal ein Q&A. Komm hier gerade rein und Josi macht. Nee, du kannst doch nicht drehen, wenn ich gerade drehe. So, ich habe mich dieses Jahr für Skier wieder entschieden, weil ich habe da meine eigenen Sachen. Bevor ich mir die Sachen ausleihen muss, habe ich mir dieses Jahr gedacht, weil ich so wenig fahre, weil ich hier auf der Hütte bin, zum Motiv machen, nehme ich meine Skier, die ich mit 11 bekommen habe. Und naja, so fahren sie sich auch. Die sind halt sehr klein. Auf jeden Fall mache ich mich jetzt auf den Weg zu den anderen. Ins Tal, nicht ins Tal, sondern auf so eine Almhütte. Jetzt geht's los. Ich hoffe, dass man jetzt heute hier sich ein bisschen treiben lassen kann und auch nicht ganz so viel pushen muss. Aber rollt heute, würde ich sagen. Gewonnen. Ich habe gerade diese schlechte Karten. Ich bin nämlich gerade im Tiefschnee. Aber wird. Aber er scheint sehr schnell zu sein. Oh mein Gott. Da drüben läuft jetzt Till. Und der macht jetzt schnell, weil er sieht nämlich jetzt mich. Und da hinten ist unser Haus. Jetzt habe ich hier eine kleine Mini-Fahrt gefunden und denke, ich kann gewinnen. Hier ist das Haus. Ich glaube, ich bin Verteidiger. Währenddessen ich hier schon Schnee schippe, kommt der Wandermatze an. Adios!